Und willkommen, mein Name ist Dani Roll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Da hatte ich etwas Schleim im Hals, da musste ich mal kurz husten. Wir sind hier in Junon, in der Unterstadt, in der untere Ebene von Junon, ne? Und ja, wir sind ja gerade, weiß nicht, unserem Verstecken, auf der Flucht. Entschuldigung, hab da irgendwie was hängen im Mund. Ja, muss mich später darum kümmern. Ja, wir sind hier in Junon. Wir haben, es ist jetzt ungefähr so 2 Stunden her nach der letzten Aufnahme, ne? Und so wie ich das mitbekommen habe, hier diese Lady, die uns hier in Junon begrüßt hat und reingelassen hat, hat uns an jemanden verpfiffen, damit wir irgendwie hier, weiß nicht, das Kopfgeld irgendwie, damit die ja das Kopfgeld einsacken kann, ne? Und damit die Yuffie, die wir im letzten Part begegnet haben, dann irgendwie bezahlen kann für ein Attentat auf Rufus, also ja, der Präsident von Shinra. Und ja, dann kam, glaube ich, irgendwie der Motorrad Fritze hier aus dem ersten Teil und aus dem Yuffie DLC, der ist ja auch da einmal kurz vorgekommen, und der steht hier irgendwie so vor der Tür, glaube ich, und will hinter uns her und uns kalt machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, gucken, was hier los ist, ne? Können wir ihn sehen? Hey Bert, was geht? Rapunzel, Rapunzel, lass dein Romeo, Romeo. Okay, warte. Ich will mich noch mal hier vielleicht in den Räumen umschauen, weil in Arises Räumchen war eine Truhe mit einer neuen Waffe drin, ne? Deswegen bin ich jetzt extra ein bisschen paranoid, dass ich vielleicht hier in den Zimmern irgendwo auch noch was Neues aufgetaucht ist. So, hey, ich kann auch Smiley sehen. Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein, ne? So, die anderen Leute kennen den ja gar nicht genau. Das war ja irgendwie so eine Geheimmission, die wir mit Jesse gemacht haben im ersten Teil, ne? So eine Solo-Mission, und die anderen wissen ja gar nichts davon. Die kennen den gar nicht, ne? Na gut. Gucken, was hier los ist. Ich gucke mich doch noch hier einmal um, okay. Warte doch ein bisschen. So, hier war die Truhe mit Arises Waffe, ne? Königinwache oder Kaiserinwache. Normalerweise gibst du eine Waffe in Final Fantasy immer, aber die heißt ein Königinwache. Ich glaube, Donald in Kingdom Hearts hat auch einen Stab, der so hieß, ne? Wenn ich mich nicht irre, ne? Oder Goofy könnte also Königinwache, ja, ne? Würde mehr Sinn machen, ne? Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mein Freund? Nämlich nicht dein, mein Freund, Alter. Da bist du ja endlich, mein Freund. Schüchtern wie immer, was? Ich habe eine wichtige Mitteilung für dich. Man hat mich einer Spezialeinheit zugeteilt, die Arises zurückholen soll. Ich dachte, das solltest du vielleicht wissen. Du. Und wo ist die Einheit? Diesmal ist bloß ein Besuch unter Freunden. Hier ist schließlich keine angemessene Bühne für eines unserer Tänzchen, oder? Hier könnte man nicht voll aufdrehen. Da blieb der Spaß doch auf der Strecke. Oben sind die Bedingungen da schon weitaus angenehmer. Dort also werde ich dich sehnsüchtig erwarten. Mein Freund! Was für eine Arschgeige. Scheint, als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Yuffie meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen. Also, ist Yuffie schon losgegangen? Nein, ich will, dass sie sich uns anschließt. Ich will mit der die Welt erkunden. Uns einfach an die zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier, ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen?
Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Ich hatte von Anfang 5000 an, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammen. Dachten sie, war 500.000 wert. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen und ich bete, dass sie es schafft. Mein Gott. Ich nehme an, Yuffie schließt sich noch nicht so schnell uns an, ne? Boah. Ja, ich bin sehr heiß. Boah. Priscillas Plan. Sie ist schon mal nach oben gegangen komplett. Ah, ich will, dass sie sich uns anschließt, damit ich hier mit ihr die Welt erkunden kann. Guck mal, was hier los ist. Vielleicht müssen wir erstmal nach oben gehen oder so. Mal schauen. Die Sachen werden ja wohl hier. Jetzt haben wir ja 5 Kartenspieler nur ein. Was hat das denn die Nebenquest genau? Ja, Priscilla, was geht? Du kennst vielleicht einen Weg. Klar, ich helfe euch. Also, Yuffie hat's rausgefunden. Der einfachste Weg rauf nach Junon führt über dieses Schiff da. Aha. Wie machen die halt in dieser Vision? Und da lässt sich alles steuern. Einer von uns muss das Schiff also runterlassen. Die anderen fahren dann damit hoch. Ein Aufzug quasi. Problem, wie kommen wir rauf zum Führerhäuschen? Hochspannung steht da. Mhm. Wer versucht darauf zu klettern, kriegt einen gewischt. Wie soll's dann gehen? Hier kommt Finny ins Spiel. Der kann nämlich voll viel. Wisst ihr? Ach richtig. Ich erzähle euch am besten mal, wie ich ihn getroffen habe. Also, ich bin im Meer geschwommen. Und da höre ich so ein süßes Piepen. Hab's eilig. Wollte gerade sagen. Es tut uns echt leid. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder. Dann kannst du uns alles in Ruhe erzählen, okay? Okay, versprochen? Hier. Hm? Kennst du nicht? Profis? So, so, so geht das. Ah, verstehe. Super. Und wie? Geht's weiter? Finny wird einen von euch nach oben bringen. Und zwar mit einem Riesensprung. Na, wer von euch will es probieren? Dein Metier, alles Könner. Ja, ich mit dem gigantischen Schwert natürlich, ne? Okay, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Oh Gott. Nein, du wirst eine Weile nicht mehr nach Unterjunon zurückkehren können. Nach oben begeben. Nein, okay. Lass dir ruhig Zeit. Das ist alles, was ich herausfinden wollte. Okay. Tja, dann sieht es wohl so aus, als müssten wir ohne Yuffie hier die ganze Erkundungstour machen, ne? Oh, finde ich jetzt nicht so dolle. Oh, was soll man machen, ne? Ich meine, wir müssen erstmal die ganze Sache da oben in Junon erledigen und dann geht es hier weiter mit. Dann können wir vielleicht irgendwann mal wieder zurück. Ne, okay, ja. Das ist eigentlich alles, was ich wissen wollte. Das bedeutet halt, wir müssen jetzt hier noch so ein bisschen was machen. Ne? Na gut, weißt du was? Dann machen wir halt eben so. Okay, dann tun wir erstmal hier alles erkunden. Wir werden ja wohl noch Zeit haben mit Yuffie im Team Eis erkunden zu können, ne? Ich würde sagen, wir tun erstmal ein bisschen Kartenspielen mit wer war. Ich habe doch gesehen, da saß jemand am Tisch, genau. Ja, was geht? Willst du gegen mich antreten? Bedauere, aber ich steche nun in See. Ich bin Isabelle, eine Seefahrerin, die über die Weltmeere kreuzt und dabei Ausschau nach starken Gegnern hält. Leider waren die Spieler dieser Gegend aber allesamt nur kleine Fische. Mit dir. Okay. Naja, komm her. Besiegt die Gegner 4 von 6, alles klar. So,
Ich glaube, ich habe so viel von diesen Zweier-Dingern hier. Ich mache irgendwie nie davon Gebrauch hier mit diesen Punkten, mit diesen Bereichen hier. Warte doch, ich habe doch mal ein Dings hier bekommen. Kann ich mal kurz... Nein. Shiva! Wenn diese Karte ausgespielt wird, erscheint Diamantenstaubkarten mit der Stärke 2, 4 oder 6 auf eigenen unbenutzten Feldern. Oh. Ich will mein Deck ändern. Dreieck, mein Gott. Neu. Der gibt 5 Punkte, kostet 2 Dinger. Was packe ich denn dafür raus? Also nicht Ilia. So, los geht's. Dann gucken wir mal. Okay, da haben wir ihn schon direkt. Aber am Anfang brauche ich den noch nicht, leider. Na, dann haben wir wieder Chocobo. So. Nochmal so. Mal alle Fälle hier besetzen. Ja, was ist das denn? Für ein Viech. So, wie hast du direkt schon 3 Punkte? Au. Ja, warte mal, der hat ganz schön broken, der Teil. Oh mein Gott, jetzt tun die mir ja. So. Oh, guck mal hier. Hier kann auf dem Feld wird sich die Stärke vom verbündeten Kahn auf derselben Ebene betroffene Fehler um 2 Punkte. Derselben Ebene. Okay. Dann warten wir mal das hier. Ja, was soll ich da mit ihnen ja machen? Den kann ich nur da bei der 3 hinpacken. Nein, was zum. Hast du gerade eine meiner Karten erledigt? Was zum. Was ist denn hier los? Machen wir halt mal. So. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Mal gucken wir mal. Okay. Schon richtige krasse Sachen hier. Aber oh, ich hätte gedacht, da wird ein bisschen mehr werden hier. Aber wenn ich dich hier empacke, dann kannst du da schon mal nichts empacken, ne? Ich würde aber lieber ein Zweierding da einpacken, glaube ich. Aber ich kann ja Punkte damit reduzieren, ne? Ja, aber dann kann ich da nichts platzieren. Machen wir es so. So, jetzt kann sie nur noch auf der rechten Seite irgendwas platzieren. Verdammt! So. Wenn ich irgendjemanden da einpacke, ne? 5. Machen wir euch 2 von denen, Kollegen, ne? Mal so. Wird ja nicht da unten aus. Ich kann da unten die nicht besetzen, leider. Ich kann ja gar nichts platzieren, sich gerade. Ah, sie hat mehr Punkte als ich. Ich kann ja nichts platzieren, außer. Boah. Ich kann auch hier platzieren. Jetzt kann ich nur da oben ein platzieren. Und ich kann nichts platzieren. Weil ich keine Karten habe. Nein, ich verliere. Nein. Na super. Meine erste Niederlage. Nein. Ah.
Meine Strategie funktioniert nicht mehr. Nein. Erneute Auswahl, ja, natürlich. So, eine Karte habe ich ja doppelt, habe ich gesehen. Hier, dich, weg damit. So. Guck mal an, wie viele Dinger ich hier platzieren kann mit dem. Also zwei Dinger kann ich alle nicht platzieren, Mann. Nehmen wir mal hier so ein Schleim. Kommen wir gar nicht dazu, Shiva jetzt zu platzieren. So, boom. Okay. Also, vielleicht sollte ich gar nicht erst in der Mitte irgendwie platzieren. Weil jetzt mal, wenn ich jetzt eine in der Mitte platziere, kommt sie direkt und haut dann direkt wieder den nächsten rein. Ja, pass auf. Ich mache jetzt hier, ne, und da platziert sie da ein und dann sitze ich da wieder. Ich hab's gecheckt. Dann machen wir halt mal so, ne? Habe ich dann zweier Dinge, aber ich habe kein zweier. So, du Stück. Jetzt habe ich dann zweier Dinge, kann aber nichts passieren. Cool. So, jetzt gehe ich hier hin und jetzt kannst du da nichts mehr platzieren, weil ich den jetzt dahin platziert habe. Zum Beispiel Mitte hier wieder secured. Außer du platzierst jetzt da irgendwas, was das hier wegmacht. So, oh, komm mal hier. Genau, jetzt platziere ich ihn da ein und jetzt habe ich da zweier Dinge auf der linken Seite überall. Boom. Ja, nee, ich sollte lieber erst sie hier was platzieren lassen. Dann komme ich dann dahin. Ne, warte mal, dann machen wir jetzt genauso. Ah, sie hat aber so viele Punkte jetzt im Vergleich zu mir. Und so. Warte, bist du geil auf den da unten? So, du musst jetzt einen platzieren. Ja, jetzt kann ich dann alles wieder blockieren. Guck mal hier. Oh, guck mal hier. Ah, nee, dann ich muss dich hier wegmachen. Ey. Ah. Ich habe gar nicht meinen Schoko, wo sehe ich gerade. So, boom. Wie tut ja gar keine Felder hier neu machen, sehe ich gerade. Jetzt brauche ich nur mehr Punkte, ne? Ich glaube, sie hat mehr. So. Jetzt habe ich so viele Punkte, jetzt kann ich da nichts platzieren, Mann. Also sie kann ja auch, warte, sie kann gar nichts mehr platzieren, sehe ich gerade. Ich kann eigentlich nur dich hier platzieren, ne? Mach mal den hier. Ja, du kannst jetzt mal platzieren, ne? Ja. Perfekt. Mein Plan hat funktioniert. Boom. Ich habe alle Dinger voll. Boom. Wow, Sieg auf der ersten Linie. So, Siegesgummibärchen. Gummiherzchen mit Zucker. Ja, yeah, jetzt haben wir Shiva. Ja, ich verstehe, du magst Boot und so. Über die Spieler hier war ich dann wohl auf dem falschen Dampfer. Aber ich bin froh, vor dem Auslaufen gegen dich kann ich Schieber mein Deck reinpacken. Rennt euch nicht gegenseitig um, Mädels. Danke für diesen Schuss vor den Bug. Ich bleibe hier erst einmal vor Anker liegen und werde mein Deck auf
Vordermann bringen. Ja, okay, du musst jetzt nicht mit jedem, weil es wie so ein Pokémon-Charakter, ne? Wir müssen natürlich alles, was sie sagen, mit Verbindung mit ihrem Beruf oder irgendwie so machen, ne? Warte mal, hier für neue Quests. Für sogar, ich brauche einen Begleiter für meinen geliebten Hund Scholle. Sorge dafür, dass er sein Ziel heil erreicht. Quack, 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 quack. Oh, ich hätte da gerne die ganzen Quests hier mit Yuffie gemacht, aber da müssen wir wahrscheinlich erst nach oben gehen, ne? Bis sie sich uns anschließt. Hm. Na gut, dann machen wir eben ein bisschen Erkundung, ne? Muss der letzte Kartenspieler. Hier ist auch irgendwie eine Quest, sehe ich gerade. Sieh mal an, lungert ihr hier etwa immer noch rum? Na, wenn ihr schon nichts Besseres zu tun habt, warum macht ihr euch nicht ein wenig nützlich? Ich möchte, dass ihr eine Geldlieferung für mich übernehmt. Der Kleine hier weiß, wo es hingeht. Sein Name ist Scholle. Boah, Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Das Geld und eure Aufgabe ist es, ihn dabei zu beschützen. Können wir machen, aber sagst du uns wenigstens, an wen das Geld geht? Oh. An meinen Sohn. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Eines Tages einfach aus dem Dorf abgehauen. Die Musik macht mir schon wieder Geld als eine Art Abfindung. Sorgen. Mehr und muss langsam lernen, auf seinen eigenen Beinen zu stehen, auch finanziell. Deswegen ein 5-jähriger Sohn oder so. Aber lass es uns. Na, dann viel Erfolg. Eure Belohnung könnt ihr euch ich tue absichtlich keine Fragen stellen, einfach damit das schneller geht und weil ich aus Clouds Perspektive stelle ich mir einfach vor, dass er einfach nicht sehr viele Fragen stellt. Scholle in Richtung Dorfeingang. Ist in Richtung Dorfeingang gelaufen. Rufus stinkt. Rufus Shinra. Wie heißt mit Rufus Stinker? So, also wann waren die Level 4? Zogan. Da ist der letzte Kartenspieler. Den schnappen wir uns. Oh Gott, das sieht so komisch aus mit den Beinen, ja. Aus dem Weg. So. Also ich nehme jetzt mal an, wenn wir jetzt da oben hingehen, dann müssen wir erstmal die ganze Yunon-Klamotte erledigen, ne? Und dann geht's erstmal hier, weiß ich nicht. Wieder, können wir erstmal wieder jetzt zurück nach Unter Yunon gehen, ne? Das heißt, wir werden eine ganze Weile lang nicht mehr auf die Weltkarte gehen und so. Da müssen wir nicht hin. Wie komme ich da hin? Zu den Wusste. Guck mal da hin. Ich bin noch gerade gesehen. Wo ist der Kartenspieler? Ich bin noch gerade gesehen. Ja? Ich sehe gar keine Kartenspieler. Ja, irgendwo der Angler oder so war das doch, ne? Hey, Priscilla auch. Ich habe den letztens gesehen irgendwo da. So. Aber ja. Wenn mir doch oh, schau an, schau an. Das scheint mir ja mal ein dicker Fang zu sein. Du denkst dir wohl, mich alten Rotenknecht ziehst du mit Leichtigkeit über den Tisch, was? Ja. Täusch dich nur nicht, du Sprotte. Ich bin Sogan, der Anglerkönig. Aber du bist nicht der König der Spiele. Da ist ein Logikfehler. Spieler in der Luft zappeln lassen. Ihr Jungfische könnt noch so schnell sein. Fische, verstehst du es? Jungfische. Entwischen, verstehst du es? Ich bin Angler. Also diese ganzen Wortspiele. Ich bin Angler. Jeder Satz, den ich sagen muss, muss irgendwas mit Angeln zu tun haben. So. Wen kann ich mir leisten, hier rauszunehmen? Weiß ich nicht. Du hast genau das gleiche Ding wie das, aber du hast. Gibt zwei Punkte, weil ich mag diese Fähigkeit, dass ich eine Kopie von dem Ding noch mal bekomme, nicht. Also, aber ich sollte vielleicht irgendwas, was Level 2 ist, hier reinpacken, ne? Rausnehmen, meine ich. Da brauche ich denn hier nicht zwei Punkte. Ich glaube, ich werde nie drei Dinge haben, von daher tu mal den Pot da mal raus und tun Shiva rein, ne?
Wird genauso wie in Final Fantasy 8 sein. Je mehr Charakterkarten du hast und je mehr essbar Karten und so hast, desto einfacher wird es, weil die Karten einfach so viel besser sind. So, boom. Alles klar. Oh, warte mal, das ist ein guter Start. Obwohl, den Pudding kann ich am Ende hier spielen, glaube ich. So, ich bin auch gleiche. Aber so, Bonk. Sind eigentlich so verständlich, wie die Regeln hier von dem Spiel sind, so vom Zuschauen. Ja, ne. Ich finde, die sind jetzt nicht so. So, ah, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Nein, nicht in der Mitte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, ich habe es doch so drauf gehabt vorhin. Ja, wenn ich jetzt hier platziere, dann kommt er hier oder hier und macht den weg, ne? Ah, wie mache ich denn das jetzt hier? 3. Ich kann die beiden hier aufbuffen, ne? Komm. Ich glaube nicht, dass es so was bringt. Ich bräuchte so was irgendwie, was so ein Dreier-Ding hat, irgendwie eine riesige Reichweite hat. Verdammter Dreck, du. Boah. So, ich kann den hier hochballern. So, der wird definitiv mehr als 3 Dinger haben. Wieso tue ich den dadurch hochballern, wenn ich den hier empacke? Ich weiß das nicht. Ich muss halt so machen, glaube ich. So, jetzt platziere ich einen da oben hin, bitte. Danke. Ja, okay, das meine ich mit. So, jetzt mache ich ja, dann kann er gleich aber da einnehmen. Ist er so intelligent? Ich weiß es nicht. Ich kann da in ihr, aber dann kann der wieder hier einplatzieren. Das ist kacke. Ich kann das so machen. Das ist so eine blöde Situation hier gerade. Versuchen wir mal. Ja, tu nicht in der Mitte. Oder da unten in der Mitte. Danke. Nein! So, Sack. Boah. Ja, ich habe jetzt keine Dinger mehr. Cool. Ja, hätte ich vorher gebrauchen können. Danke. Ja, kann ich schon vergessen eigentlich, ne? Naja, da kann ich vergessen. Kann ich schon mal neu starten? Neu starten. Das wird nichts. So, nochmal. Okay, ich muss ein bisschen nachdenken jetzt. Diese Strategie, einfach nur so schnell wie möglich das ganze Brett zu besetzen, funktioniert nicht mehr. Naja, also ich muss ein bisschen nachdenken. Ich habe eine andere Strategie herausgefunden. Und zwar, ich darf nicht jemanden in der Mitte direkt hinpacken. So, ich bringe sie wieder in der Mitte. Also ich kann jetzt nicht hier in der Mitte hinpacken, weil sonst kommt er wieder dahin, platziert einen dahin, dann ist das Feld besetzt, ne? Also ich hab's so langsam raus, ne? Was soll ich dann? Da kann ich auch nicht machen, ne? So, kann ich mal kurz hier die Karte anschauen, wie die aussieht? Bedeutet das dieses rote Feld da unten? Bedeutet das die KK? Ist gerade ausgeübt, reduziere ich die Stärke von Bühnen und gegnerischen Karten auf diesen von um 3. Aber so verstärkt dann, ne? So, passiert irgendwann in der Mitte. Komm, Sack. Hey, warte, nein, verdammt. Na gut, ich halte mich hier. Nein, jetzt kann ich da oben. Oh, was mache ich denn hier? Ja, kann ich aber nicht machen. Ja, ich muss weiter hier hin. Oh, ich kann, nee, kann ich nicht.
Trecker, du. Oh, 2-2-2. Und du hast auch 6 Punkte, cool. Chocobo. Ich glaube, ich spinne. So, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Jetzt kann ich nämlich hier hingehen und bringt absolut gar nichts. So, boom. Chocobo hatte ich auch gerade. Ich sehe gerade, die Gegner haben jetzt, die können auch solche Charakterkarten immer noch haben. Das ist ja super. So, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass du nichts mehr da platzieren kannst. Du kannst nichts mehr da. Ich meine, die können natürlich andere Sachen haben, ne? So, weißt du was? Mach mal so. Lass mal sein da unten, aber den kann ich immer noch retten. Zur Not. Sack. so. Wenn ich noch einen gewinne, platziere unten rechts ein. Okay, ich gewinne noch hier. Keine Sorge. Ja, so viele Buffer-Sachen hier. Will ich noch gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Der in der Mitte muss es jetzt bringen. Wieder aber nicht, glaube ich nicht. Aber ich kriege dann Gleichstand da unten. Nee, das Gleichstand dann. Was? Hey, warte mal. Außer wir kriegen jetzt einen Punkt hierfür. Nein. Schon irgendjemand. Nein. Warte. So. Ja. Kriegt er 6 Punkte. Ich krieg 7. Boom. Oh. Oh. Siegesherzchen. Er findet, er sich die stark verbilden kann, auch von diesem Feld betroffenen Fackel dann umdrehen. Ja, da bin ich. Beim Kartenspiel ist es wie beim Angeln. Ich hätte vielleicht aufhören sollen mit dem Angeln, wenn wir gespielt haben. Okay, ist gut. So viele Wortspiele hält doch niemand aus. Chatley? Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutknappe erreicht. Ich möchte dich daher über einen starken Gegner informieren. Oh Mann. Krähennest gibt es einen starken Spieler namens Cameron, der nach einer Krähennest. Mit deinen jetzigen Fähigkeiten wärst du ihm sicher willkommen. Vielleicht solltest du ihn mal aufsuchen. Wo ist denn das? Krähennest? Macht Sinn. Habe ich noch mehr Karten? Ich habe noch mehr Kartenspieler freigeschaltet. Ah. Na gut, ich will aber ein anderes Mal als nur Karten spielen, ne? Ja, haben wir in Junon alles erkundet? Ja, ne? Lass mal ein bisschen hier so auf Erkundungstour gehen, ne? So. Auftrag des Oberfrosches. Müssen wir auch noch machen. Na gut. Was ist eigentlich das Level von der Hauptquest hier gerade? Sieht man das irgendwo? Hm. 23. Ich bin Level 23. Der Pemals, gegen den wir letztens gekämpft haben, war auch Level 23. Von daher. Hm. Oh Gott. Foto muss ich auch noch machen. Genau, hier kommt man nicht raus. Na gut, dann tun wir Junon eben ohne Yuffie erkunden. Ich dachte, sie wird sich uns noch anschließen, deswegen habe ich extra ja so weitergespielt, Mann. In der Hoffnung, dass wenn wir weiterspielen, dass sie sich uns irgendwann anschließen, dann können wir ja mit ihr erkunden, ne? Und dann haben wir voll neues Partymitglied und so. Ja, ich
Ich habe mich dann Spoiler, dass sich Yuffie uns irgendwann anschließt. Ich sag halt die ganze Zeit immer so voll casual, ne? Aber jetzt halt nicht wirklich ein Spoiler, ne? Ich meine, sie waren spielbar Charakter im DLC. Von daher, wo? Hallo? Ich weiß nicht, wo er der Frosch sein soll. Ja gut, machen wir ein andermal daneben die Quest. Ich will auch hier ein bisschen erkunden, die Türme erkunden und so was alles. Scholle, oh, die müssen wir echt beschützen. Wow. Scholle folgen, ja. So, Scholle hat HP. So, was ich mal gucken wollte. Das ist eine Quest für Barrett. Dann tun wir mal hier. Wir müssen Aris im Team haben, weil sie eine neue Waffe hat, ne? Das heißt, packen wir mal dich hier rein, ne? Und Aris, für dich müssen wir mal. Warum macht der Unschuld? Ist hier zu viele Sachen hier. Macht der Unschuld? Ist das nicht hier ein Angriff? Ja. Dann tun wir den Buff. Sie hat ja einen Buff bekommen. Schützender Magiekreis. Aber immer so, ne? Weil wir müssen mit ihr die Angriffe einsetzen. Damit sie das lernt, ne? Sie muss es ja lernen, ne? Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Und wir können auf dem Sprung einfach die Gruppe wechseln. Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter. Was ist diese Musik? Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gil mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mütter sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zur Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapiere ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Kill haben willst. Ah. Aber ja, meine Mutter hat so eingetrichtert. Ja, falscher Knopf. So, ich weiß nicht, ob ich euch schon analysiert habe. Ja, ne? Bin schon tot. Ich nehme an, ich habe schon analysiert, ne? Was mit dieser Musik? Wow, wow. Den Vogel oder einen Hund? Den Vogel oder einen Hund? Wem folgen wir am besten, ne? So, geht mir doch nicht. Lass mich mal ein paar Sachen herstellen. Kann ich ein paar Sachen herstellen? Ja. Ja, Gnade des Planeten. Ja, ich brauche das alles für irgendwas. So, genau, ich habe mir doch mal hier so Dings geholt. Extra, ne. Matrosenarmreif, hier. Gnade des Planeten und Eisenerz, von denen ich maximal ab. Wo uns das Bogen. Aber Matrosenarmreif, drei Dinger, alles klar. Kann aber bestimmt jemand ausrüsten. Aber die haben wieder alle keine Dinger hier. Was war? Gehen wir ihr im Matrosenarmreif. Also was hast du da drin? MP Boost, Luft. Sie kriegt halt einfach von allen, die kriegt halt einfach eine Menge Magie. Was ist diese Musik? So, Aris ist sowieso die meiste Zeit in meinem Team, ne? So, ich weiß, mit Glück kann sie nichts anfangen. Ja, deswegen lassen wir mal. Geben wir noch einen MP-Boost, maximal 30 MP. So kann ich ja gar nicht verbinden, weil. Am besten wäre ja, wenn sie einen TP-Boost kriegt, ne? Damit sie halt ein bisschen ihr HP bekommt, nicht die ganze Zeit. So, lassen wir ja mal Automagie hier hochleveln. Da gibt ja auch Magie plus 2%, ne?
Ah, okay. Die Musik. Ja, Sekunde, ich bin noch am Einsammeln hier. Also, wieso alle Sachen immer einsammeln, Kollege? Keine Gespräche. Wo bist du denn? Hey, du bist doch die Karte, die ich gerade bekommen habe. Zemzelet. So, ich muss mit Eris hier die. Hat die Meere? Wow. Kann ich einen heiligen Magiekreis unten links hier platzieren? Oh, guck mal her, ich kann alles hier. Sie kann alle Kreise platzieren. Musik. So. Das war jetzt ein neues Schwert für mich. Was denn? Gibt doch immer wieder Eltern, die einfach nicht loslassen können. Die ständig irgendwelche. Darüber reden wir bei Eltern, weil wegen der Quest. Gibt's bestimmt, ja. Weil sie zu ihrem Sohn irgendwie helfen will. Ich respektiere nämlich Marlenes Wunsch nach Freiheit. Lach nicht, ich weiß, was du denkst. Du hältst mich für einen Helikopterpapa. Kann ich nicht. Vermutlich liegst du damit gar nicht mal falsch, aber ich habe mir geschworen, ihr niemals im Weg zu stehen. Sie soll frei sein. Dabei würde ich sie am liebsten für immer in Watte einpacken und wie ein Baby umsorgen. Ja. Überhaupt kein Helikopter, Papa. So, okay. Bin ich gut, dass wir hier ein Schatzgebiet gefunden haben, ne? Auf dem Weg. Bin in sämtliche Schätze. Und da geht man ein Gebiet, das wir noch nicht erkundet haben. Ich verlege gerade, ist das irgendwie ein Lied aus dem Original? Klingt nämlich nicht irgendwie bekannt. Ich dachte erst, wir müssen halt zur Schokobo Farm hingehen. Wo wir schon waren hier in Junon. Noch ein Vogel, geh weg. Ich folge schon den Hund. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich muss ja alles einsammeln. Weißt du, was ich dort brauche? Oh ja, Angriffe sehen auch voll anders aus. Naja, ich pack mein Ding auch hier hin. Wenn seine Angriffe auch anders. Wow. Ich lerne den ja, indem ich die Sachen einsetze, ne? Ich meine, so funktioniert das, ne? Dann müssen wir mal einmal Gebet einsetzen. Überlass das ruhig mir. Wow, wow. War der ein bisschen Schaden genommen? Nein, kann ich ihn heilen? Nö. Was? Liegt jetzt an, als könnte er irgendwie so ein Ladebildschirm von irgendeinem VTuber sein, ne? So bevor der Stream irgendwie so beginnt oder so.
Wow, da ist ein Turm. Gib mir mal eine Sekunde. Sieben Gegner in der Juno-Region registriert. Was? Habe ich schon lange. Oder ist ja ein neuer? Oh. Tornado. Ja, bestimmt eine Menge Schaden zu viel Kräfte mit Sturzattacke an. Oh, musstest du mich ausgerechnet angreifen, wo ich zum Angriff? Was geht aber weg von mir, ey? Was soll ich die ganze Zeit auf sie losgehen, ey? Die sind aber richtig versessen manchmal auf einige Charaktere. Was zum? Ich bin voll auf ihn, ich düse voll auf ihn zu. Okay, Kollege. Legen wir uns mal ein bisschen ab hier, okay? Alter. Ich dachte, wenn er geschwächt ist, setzt er irgendwie Sturzangriff ein. Er setzt die ganze Zeit der Sturzangriff ein. Oh ja, du Stück, Mann. Warte, du Stück. Seid aber schon tot. Verdammt. So, mal den Turm ja aktivieren. Der ist aber nur auf sie losgegangen. Das scheint aber irgendwie so ein Trend zu sein. Ne? Die Gegner scheinen immer auf den steuerbaren Charakter zu gehen. Ne? Immer auf den Charakter zu gehen, den man gerade steuert. Ne? Ach, guck mal da hinten, der Kondor. Fort Kondor. Ja, ne, was ist denn dann damit? Ich nehme an, da kommt aber so oder so hin. Ne? Weil Fort Kondor war eigentlich auch ein optionales Gebiet. Ne? Da musste man eigentlich auch nicht hin. Man, jetzt, wo ich da nachdenke, Final Fantasy 7 hat viele optionale Sachen gehabt, ne? Die man verpassen konnte. Ich meine, selbst spielbare Charaktere, Yuffie war auch optional, ne? In Final Fantasy 7, die konnte man verpassen. Und einen anderen Charakter auch. Diese ganze Gebiete hier so. Ich noch in die Zukunft denke hier so. Irgendwann kommt ja noch Gongaga, ne? Da war auch ein optionales Gebiet, ne? Da trifft man auch die Turks, ne? Da war auch ein optionales Gebiet. Fort Kondor war optional. Überleg grad. Mal los. Dornenwurzel. Kommt der Stücke. Soll ich jeder Kampf hier so lange dauern? Wow. Also, wie ich da verstanden habe, Fort Kondor soll ja irgendwie auf einer Insel sein oder so, haben die gesagt. Was nicht stimmt im Original. Man kann ich das für irgendwas benutzen? Ich tue die ganze Zeit so Sachen einsammeln, die voll sind. Was ist denn nun schon wieder? Papa ist noch nicht bereit, dich loszulassen. Jetzt beruhig dich mal. Marlene ist doch noch ein kleines Kind. Das ist ein Schokobo. Sie dauert noch Jahre. Ja. Recht. Ach, allein die Vorstellung. Stimmt, noch habe ich Zeit. Allerdings ist Zeit relativ. Laut. Okay, da ist irgendwas. Ja, ich gehe doch schon mal. Au, Rücken. Ah, Hexenschuss.
Haben wir die eingesammelt? Was ist da oben? Da ist irgendwas in der Nähe hier. Beistand. Aber das noch mal. Kannst du nicht alle Sachen immer einsammeln? Wir dauern dann den Sachen vorbei. Wir sammeln immer nur die Hälfte davon ein. Wie lang ist denn der Weg hier eigentlich noch? Wenn ich die Post schicken. Ja, wenigstens kommen wir die ganze Zeit an so Funktürme vorbei, an denen ich schon wieder so ein Viech. Da schießt dann einfach gegen die Birne. Okay, sind aber zweimal diese Viecher, alles klar. Ich kann ja mal hier Synchro-Fähigkeiten. Kugelkeule. Kugelkeule, Kugelkeule, Kugelkeule. Ah. Warte mal, Windverkettung. Habe ich das? Ja. Eigentlich könnte ich ja viel mehr Magie mit ihr einsetzen. Sie hat ja Subspirit. 24 ausgezeichnet und TP Boost ausgezeichnet. So, aber wir müssen erstmal hier den Turm aktivieren. Mein Gott, Mogi-Medaille, die müssen wir auch irgendwann mal aufs Game gehen, ne? Nehme ich an. Als würde ich diese Teleportpunkte hier zum ersten Mal finden, den Genshin Impact, wo man sich hin teleportieren kann. Erstmal kurz ein Gummi. Herzchen. So lecker. Oh, wow. Mogi-Häuschen. Alle 5 Erfahrungspunkte, dann ist meine Gruppe hochgelevelt. Hier ist ein Vogel, da ist ein Schokobo, Küken. Ja, wie lange brauchst du eigentlich noch, um das zu erreichen? Wow. So, du wurdest versteinert. Dann hast du in einem Zustand zu viel Schaden, wirst du zu Stein. Kannst dich nicht mehr bewegen und bist in der Folge kampfunfähig. Ja, Schaden oder heilst du schon mit Medika oder ein Allheilmittel. Wie zersteinert. Ich hatte noch gar keine Ahnung, der Kampf hat gerade erst begonnen. Sandsturm bei, wenn. Oh Gott. Ja, es ist sowas von tot hier. So, Eris. Ist auch irgendwie windige Verkettung oder irgendwie sowas? Ne. Guck mal, das hier. Wenige Verkettung. So, dann machen wir einmal den magischen Kreis, ne? Jetzt haben wir beide Kreise, ja. Wenn ich jetzt einmal hier kurz boom, wenn ich jetzt einmal kurz hier reingehen dürfte, ne? Und Wind einsetze. Mein Gott, ist das stark. Sturmaura? Nein, danke.
Dann einmal Aero auf dich. Okay, der hat ein bisschen mehr ausgehalten aus irgendeinem Grund. Oh, er ist wurde versteinert. Oh man, habe ich eine Goldnadel? Ich habe keine einzige Goldnadel. Cool. Wie soll ich sie jetzt heilen? Gar nicht, ne? Ich kann sie nicht heilen. Habe ich danach wieder heil, ja, ne? So, hat sie jetzt Erfahrungspunkte dafür bekommen? Ne, sieht nicht so aus. Also doch, sie hat Erfahrungspunkte bekommen. Ja, also hätte sie noch immer mehr Erfahrungspunkte als die meisten. Muss ich mir wohl ein paar Goldnageln holen, ne? Oder Medika gab es ja bisher noch nicht, ne? Was normalerweise der Allheilmittel ja unter den Zaubern. Ja. Oh, guck mal hier. Genau, Phönix war hier irgendwo, ne? Jetzt war schon. Ja, da unten, der ist hier oben geklettert. Warum? Da unten ist die Haltestelle, der ist nach oben geklettert. So, ja, Chatley, ich habe Final Fantasy 16 gespielt, ich weiß, was mit den beiden auf sich hat. So, ich sollte den Ding vielleicht mal folgen. Ja, da oben, ne? Ja, und kann noch ein bisschen warten, ne? Dem wird schon nichts passieren. Er wird gerade irgendwie von einem Drachen gefressen oder so. Ja, ich werde die schon irgendwann hier. Absuchen. Ich werde sowieso ja alles absuchen irgendwann. Nur eine Frage der Zeit. So, wo sind wir denn hier? Wie weit sind wir jetzt hier gelaufen? Wir sind ja bis zum Ende des Kontinents gelaufen. Wow, wow. Scholle, was machst du denn hier? Dich kriegt aber auch gar nichts unter, was, Kleiner? Ich vergrusel dich aus der Hund. Deine Mutter hat uns geschickt. Wir sollten auf Scholle aufpassen. Sie schickt auch ein paar Gil für dich mit. Hätten wir die nicht eigentlich direkt. Ich komme auch allein über die Runden und brauche nichts von ihr. Sind das Freunde von dir, Dylan? Das funktioniert ja mal gar nicht, ey. Was machst du denn hier draußen? Du sollst dich doch schonen. Ich werde hierfür bezahlt, okay. Dass ihr umsonst hergekommen seid. Aber ich will das Geld nicht. Bringt Scholle wieder sicher nach Hause, ja? Den Dickkopf hast du doch garantiert von deiner Mutter. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Nimm du es halt. Aber das ist viel zu viel. Wenn ihr es nicht wollt, nehme ich es eben. Aber ihr erwartet ein Kind und wollt ihm bestimmt das beste Leben bieten, das möglich ist. Und dafür braucht man eben auch Geld. So ist das. Da ist was dran. Also gut. Alles klar. Dylan, hier bist du. Dylan. Tobi. Sorry für die Verspätung.
Ihr seid doch die von Avalanche, oder? Rhonda hat mir von euch erzählt. Avalanche. Hat doch Schusswaffen. Oh. Die beiden Makoreaktoren in Midgar angegriffen hat? Genau die. Es ist mir eine Ehre, euch persönlich zu treffen. Bin ein großer Fan eurer Arbeit. Sag mal, wo ihr schon mal hier seid, kann ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich meine, die Sache mit Dylan ist ja jetzt erledigt, oder? Genau, wir haben Zeit. Fantastisch. Dann will ich euch gleich alles erklären. Folgt mir doch bitte. Hier. Okay. Alles klar. Ciao. Ja, wir haben noch andere Sachen zu erledigen, okay? Sorry, aber ich habe die Mission abgeschlossen und der Part ist auch schon zu Ende. Also, meine Güte. Wer hat denn für all das jetzt Zeit, okay? So, gut. Ich will mal kurz noch zu einem Dings gehen. Wo ist hier der Chocobo halt? Jagdrevier. Das war das, glaube ich, nicht, oder? Wart ihr? Jagdrevier? Glaube ich nicht. Wo war denn hier? Weltforschung hier, ne? Mithrilmin? Nein. Wo war? Hier. Gabe's Farm, genau. Dann wollte ich noch mal kurz hier. Wir sind ja alle gelevelt und die Gruppenstufe hat sich erhöht. Barrett hat genug Dings bekommen. Ne? Also wir haben eine Menge Sachen hier bekommen. Mal ein bisschen Sachen hier ausgeben. Ne? Cool, Stufe 4 freigeschaltet. Was haben wir denn hier so? Das MP Maximum und 3, ja. Konterfeuer. Ach, ich verwechsel immer. Konterfertigkeiten sind die Sachen, die man hier im Kampf einsetzen kann, ne? Oder? Hier mit R1 die Sachen, ne? Ne, Konterfertigkeit. Ja, ich will vielleicht Konteraktion, ne? Blocken. Das wäre nicht schlecht. Weniger Blockenschaden. Physische Abwehr in der Offensivhaltung. Oh. Donnerwetter. Nehmen wir einen guten Thema einen gegnerischen Fernangriff. Aber den Schaden von Waffenfertigkeiten. Den Konterschaden in der Offensivhaltung. Visionssynthese. Schocker. Ich weiß nicht, ob das so wie in Final Fantasy Remake 7 Remake ist, ne, wo man halt hier, weiß ich nicht, erst auf schwer spielen muss, um die restlichen Punkte hier zu holen, ne, die restlichen Fähigkeiten von den Waffen freizuschalten. Weil das wäre ein bisschen lahm. Ich würde dir am liebsten alle hier mal zeigen. Beschleunigt jetzt Nachladen von Feuerstoß. Ja, das wäre, glaube ich, sehr gut. Ne? Öfter nachladen. Ja, damit. So, 10 Punkte. 10 von 60. Magische Abwehr um 35. Hast du irgendwas, was dein ATB schneller heilt? Hoch auflädt, mein Gott. Weil das meiner Meinung nach hier hat, weil ich gerade am. 20. Verlängert die Erscheinung so jetzt mal irgendwie läuft er gar nicht ab. Hat ich wusste gar nicht, ob der ablaufen kann. Ja, ich habe am liebsten das hier magische Attacke um 20. Also müssen wir jetzt mal das hier holen, dann um mit das hier, ne? Seelenverwandtschaft. So, tiefer. Wird die ATB leistet bei Kampfbeginn gering fühlt. Das ist auch nicht schlecht. Wirkungsdauer von Entfesselung auch nicht schlecht. So, und Red, du hast zu wenig Punkte. TP-Absorption. Ja, was war nehmen wir halt auch. Freischaltbare Wissenskerne auswählen. L1, R1. Irgendwie tut sich da nichts, wenn ich da drücke. Also, weil ich halt keine Punkte mehr habe. Barrett, muss er immer noch. Ach ja, der Reiz 10 bekommen. Hm. Kann ich bestimmt irgendwas noch holen. Ne? Wo ist das hier? Puh.
Man kann schon hier so sehen, was sich als nächstes freischaltet, ne? Frage mich, ob das hier sehr wichtig ist. Was? Regener zu Kampfbeginn? Da muss ich hier hin. Dann muss ich das hier erstmal lernen, ja. Und vielleicht auch das hier, ne? Wenn ich da hinkomme. Von Kampfbeginn Regener, ja bitte. Ja, das ist ein bisschen krass. Also Autoheilung. Am Kampfbeginn. So, irgendwas Neues hier. Haben wir hier? Nee, aber nicht. Wir haben hier keine Goldnageln. Also ja. Gut, haben wir eine Quest erledigt. Ne, nächstes Mal machen wir aber nicht. Dann sollten wir ein bisschen Erkundung ja machen, ne? Also die Türme und so, ne? Das Gebiet ist nicht so groß wie die Graslandebene. Wie komme ich hier nochmal ganz raus? Ja, 5 Quests, 6 Kartenmissionen, 4 Sachen, obwohl eigentlich schon, ne? Na gut, dann tun wir noch weiter erkunden. Und zwar ganz ohne Yuffie. So, gut. Also ja, machen wir nächstes Mal mal hier eine Quest, da eine Erkundung und all das coole Zeug, ne? Wir wissen ja, wie es abläuft, ne? Und ja. Lass mich mal hier noch hier für den Schokobo hier was holen. Vergesst das auch immer, dass unser Schokobo hier gut aussieht, ne? Jeder Schokobo-Fan ist herzlich willkommen in unserem Shop. Ich habe ja wieder ein paar Fehler, ne? Nein, habe ich nicht. Boah. Ich habe von so vielen Sachen alles voll. Synthese. Ich habe eine Menge Sachen eingesammelt. Also ich will so viel wie möglich, so viele Sachen wie möglich noch hier erlegen. Da kann man Goldnadeln herstellen. Ich will ja mal kaufen. Ne? Wird ja wohl nicht so geläufig jetzt hier sein, ne? Dass wir hier nur gegen Steingegner oder so kämpfen. Ne? Ich kann nichts herstellen, alles klar. Gut, Gnade des Planeten muss ich hier die ganze Zeit finden. Wir müssen mal, ich war für alles Gnade der Planeten. Für alles hier. Barmherzigkeit des Planeten. Na gut, was soll's. Ja, wir sind dann. Wie sieht eigentlich mit Aris' Waffe aus? Ich weiß, ich tue ja noch mehr und mehr Sachen. So, oh, hast was gelernt. Cool. Na gut, dann würde ich sagen, jetzt Folge ist weiter mit Erkundungen, Quests machen und so. Ne? Mal schauen, wird sich schon irgendwas finden lassen. Es wird sich schon irgendwas finden lassen. Ne? Es findet sich immer irgendetwas. Und dann sage ich, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.